Oh, krass, dann muss ich ja die Wand, dann ist ja jetzt sogar. Dann ist ja jetzt sogar der Constructor die Wand, der Wand, die Wand. Constructor, das Wand, genau. Das Wand. Das Wand ist schön. Genau. Das Wand ist. Komm hier nicht mehr, das ist so. Jetzt muss ich mal gucken, ich kann doch hier bestimmt jetzt auch was anderes craften. Du hast keinen Sauerstoff zum Atmen. Jetzt kann ich hier auch den Nahrungsmittelprozessor bauen, einen Sauerstofftank, ein Licht, eine Tür. Oh, Wahnsinn, eine Tür kann ich bauen. Du hast das erfunden, die Tür. Aber ich kann diesen Zerstörer gar nicht bauen. Nein, den muss man ja erst freischalten. Ja. So, das muss ja dann Revano machen. Oh, ich raste aus. Ja, Revano. Ach, Level 3 müssen wir dafür erreichen. Level 3. Ist der dann auf 0? Ich bin auf 3. Was ist? Keine Ahnung. Ja, du siehst es doch, wenn du drin bist. Oh. Ja, ich hab die Drohne runtergeholt. Nein, der ist nicht auf 0, der braucht 3 Punkte. Ja, aber ich finde, der, bis Revano den baut, das dauert dann noch ewig. Da ist er da hinten. Oder welches Level bist du, Revano? Mach du das. Das Ding ist, bist du schon Level 3, oder was? Nicht? Bist du Level 3? Nein, ich bin noch nicht Level 3. Ja, siehst du, dann kannst du eh nicht. Ich bin Level 3. Ja, dann komm hier, ja, dann, du musst den, dann du dann den kannst, her, genau. Dann tu dir mal bitte den Dings in dein Inventar. Ich bin Level 5, bin ich. Oh. Schon. Hier ja, sind ganz wissenschaftliche Diagramme aufgelistet. Ja, ich habe gerade keine Zeit, meine Freunde. Ich habe da so ein Problem. Das nennt sich Drohne. Genau. Das nennt sich Revano. Drohne des Lebens. Ja, weil du wieder viel zu nah bist an den anderen, an den Dingern. Nö, ich bin ja auf der Suche nach Ressourcen. Und die kommen angeflattert mit ihrem kleinen Kadaverkörper. Und jetzt habe ich es abgemurkst. Aber ich habe jede Menge Sachen dabei. Stromkabel, Batterien. Ach, schaust du mal. Der Constructor ist viel schneller jetzt hier. Der produziert richtig schnell. Oh, ich muss ja aus dem Wasser raus. Ich muss ja aus dem Wasser raus. Was, der produziert Gras? Ja. Genau. Nein, der produziert deutlich schneller als der alte. Also als der kleinere davon damals. Hm. Der als kleinere, er noch so klein war. Der kleinere alte. Der ist gewachsen. Klein war. Der ist jetzt groß. Als er noch klein war. Freistehend. Als er noch klein war. So, gut, dann brauche ich ja die Wand hier gar nicht wegzureißen. Gut, dann komme ich jetzt mal vorbei, ihr kleinen Hübschen. Habt ihr eine Medikationsstation auch? Du nein, aber noch nicht. Musst erstmal anfangen. Metall. Was ist denn jetzt los? Warum baut's denn das Ding nicht? Weil du es nicht kannst, weil er es nicht will. Weil du gestorben bist. Ich? Ich bin hier. Onkel. Ah, fuck, ich brauche was zu essen. Nein! Komm her. Ja. Komm her. Nee. Leute, ja, warte. Hörst du mich schreien? Ja, hier, bitteschön. Ja, nimm, schnell, iss. Ja. Alter, drück alles im Mund, ohne kauen. Runterschlucken, ohne kauen. Gott, was habt ihr da gerade ausgetauscht? Flüssigkeiten. Flüssigkeiten, genau. Was habt ihr getauscht? Was sehr habt gut. ihr denn ausgetauscht? Was war das? Das hört sich aber nicht an. Ich baue dann gleich erstmal Nahrungsmittelprozessor, damit wir nämlich hier wieder die Tiere schlachten. Eine Nahrungsmittelprozessor, meine Fresse, kannst du das nicht verstehen? Ach so, Puzzle-Prozessor. Ja, sag das doch gleich. Genau. Hättest du einen Nahrungsprozessor gesagt, hätte ich total und hätte ich gar nicht gewusst, was du willst von mir. Jetzt muss ich außen rumlaufen, um an einen anderen Constructor ranzukommen. Der andere war's. Aber den können wir eigentlich da draußen stehen lassen. Es gibt keinen Namen mehr, keine Betitlung, es ist nur noch der andere. Genau. Oh, ich bin in ein Corndog-Land gelandet. 3 Stück, die gucken mich an und sagen, ess mich. Genau, ess mich. Ess mich, sei mein Corndog. Aber mach den Mund nicht auf. Aber mach den Mund nicht auf, du stinkst. Genau. Mein Corndog ist dreckig, den muss ich erstmal das geile, klare Wasser reinwerfen. Wo bin ich direkt, weißt du, das ist auch, kennt ihr das nicht, wenn ihr eine Sekunde unter Wasser seid, dass ihr direkt dann keine Luft mehr kriegt, dass sofort alles vorbei ist? Ja, ist doch völlig direkt normal. Direkt der Bildschirm wird rot. Weil ich gleich versuche zu atmen unter Wasser, ist doch logisch. Nee, kenn ich nicht. 3 Sekunden Reflexzeiten. Nee, au, negativ, au, eine Drohne, verdammt. Was? Oh. Stieß, wer will eine Waffe? Rivano, komm bitte her, wir haben hier echt Probleme. Ja, ich hab da so ein... Ich hab euch da so einen Tipp mitgebracht. Werft du, Steine. Ein Tipp. Ja. Du bist der Einzige, der hier eine scheiß Pistole hat. Los, komm ran jetzt hier, schnell. Die Blöcke werden zerschossen. Ich hab das Problem ist, dass das Problem, was ich gerade habe. Ja, nee, ist kein Problem. Du musst jetzt einfach nur herkommen. Nix Problem, keine Diskussion, gar nichts. Herkommen. Nix Problem. Ja, ich komm. Ich brauche jetzt, du musst jetzt eben gerade noch eine Drohne töten, dann komm ich.
Was? Mann, hier ist eine Drohne. Ich werde auch gejagt. Die schießt auf mich mit Klabusterbärchen. Klabuster, was? Mann, ich hab's so vom Himmel geschappelt. So, ich baue uns jetzt schnell mal Munition hier. Wir werden direkt alles ausrauben, was die dabei hat. Okay, was hat sie denn? Hallo? Die ist weg. Hallo? Echt? Oh ja. Hat sie die Flucht ergriffen? Ja, das machen sie auch. Die haben ja zu stark sind. Bei den alten, ich höre immer noch was. Bei den alten über mir. Über dir, in dir, bei dir. Nee, bei dem alten Update war das ja so, dass die dich gejagt haben bis zum bitteren Tod. Jetzt drehen die auch wieder ab. Ah, okay. Also die haben es gelernt. Nö, ich renne die nicht wieder her. Nee, die haben es verlernt zu verfolgen. Ja, genau. Früher waren das total die Guten, die wurden jetzt erstmal entschärft. Genau. Das ist genau über mir, das Scheißding. Ich fliege und er rennt weg. Oh nein, er ist viel schneller als ich. Ich auch. Komm, bau Munition, los, Rivano, los, bitte los, schnell. Los. Ja, ich komme ja schon. Ganz schnell schwimme ich da. Die guckt schon hier mit ihrem übelst grünen Suchstrahl. Ich habe das Thunder in Paradise Boot, habe ich gerade unter meinen Händen. Weißt du, ich paddel schon wie eine Haubitze. Sollst du nicht wie eine Haubitze paddeln, sollst du wie ein Paddel paddeln. Paddel? So. Die macht Psch. Ja, und wie viel Leben habt ihr noch? So, ich kann jetzt schießen. Ich habe vollen Kurs gesetzt. Ich komme mal angesprintet. So, landet ihr jetzt? Gib mir nur 36 Sekunden, dann bin ich da. Oh, ich bin Level 3 geworden, das ist gut. Ja, komm, schieß ab. Okay. Ja, wow, das nachfragen. Hat ja funktioniert. Habt ihr sie abgeschossen? Ja! Ja, dann brauche ich ja nicht mehr kommen. Doch, wir brauchen das Material. Oh, die fliegt ja übelst weit weg. Bleib stehen! Wir brauchen Material. Bleib stehen! Ist das normal? Rivano, fliegen die bei dir auch so weit weg? Weil du musst dir vorstellen, die fliegt und die sieht, dass du läufst. Dann denkt die sich, scheiße, er läuft. Dann nein, die halt, ist explodiert und fliegt hier hinten am Horizont. Nee, bei mir ist die am abgestürzt. Das sind die. Hä? Keine Ahnung. Wo läufst du denn lang? Die ist abgestürzt. Oh, hier hinten fliegt die. Die ist hier hinten, fliegt die. Aha. Siehst du die nicht hier hinten fliegen? Nein, sehe ich nicht. Bei mir ist die weg, einfach weg. Dann hau ich die gleich vom Himmel runter. Was hast du für Munition genommen? Pistole? Die ganz normale Gummigeschoss. Genau. Nein, ich habe ganz Paintball normal angemalt. Kaliber 50 genommen für Pistole. Alter, die ganz kleinen Geschosse. Also 0,5 oder 0,5. Oh, da hinten, ich sehe sie da hinten am Horizont. Ich kann mir mal vorstellen, dass die in ungefähr, ich sag mal, 10 Minuten wieder bei uns drüber auftaucht. Mhm. Ja, dann 10 Minuten. Genau, die dreht sich einmal um den Planeten rum. Das ist nämlich ihr Plan. Nein, die wartet die Tageszeit ab. Genau, die kommen nur im Dunkeln. Da sieht die besser. Genau. Ich komme angesprintet. Die hat nur Infrarot, alles andere ist weg. Infrarot. Oh, die ist, sieht aber, die hat echt gut gezielt, muss ich sagen. Jeder Schuss von der hat getroffen bei mir, habe ich nur gesehen. Meine Lebensenergieleiste, tick, 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 runter. So, ich habe jetzt eine Pistole im Constructor, nein. Kannst du dir warum gerne nehmen. Warum hast du das gemacht? Ich bin doch schon auf dem Weg. Ihr braucht euch nicht verteidigen, ich bin doch bei euch. Hey, ihr braucht euch nicht verteidigen. Werft die der Rivano verteidigt euch. Hat man genau gesehen, wie wir uns nicht verteidigen müssen. Ja, genau. Ich hab euch doch geholfen. Mit Erfahrung. Wo denn? Mental, mit Lebensweisheiten. Ja, mit Lebensweisheiten. Du mir auch. Ja, bei dir sind es eher Lebensscheißheiten. Oh, das ich war hab jetzt gemeint. Ja, ehrlich jetzt. Oh, jetzt der arme Rivano. Ich geh weitere Ressourcen suchen. So, hast du jetzt eigentlich Eisen gefunden, ja, ne? Negativ. Ja, gefunden habe ich, aber ein Eisen neben der Waffending, da müssen wir hast gleich du denn zusammen. Auch Eisen gesammelt schon? Ja, wir brauchen Eisen. Nein, ich sollte doch Waffen. Da nicht hingehen, weil der Onkel gesagt hat, wir brauchen erstmal alle Waffen. Ja, jetzt hat er die große Fresse. Vor uns hat er auch gesagt, wir warten, dass wir mal alle Waffen haben. Jetzt hat er eine Waffe. Egal, was Onkel gesagt hat. Hallo, eine Waffe liegt im Constructor mit Munition. Jetzt nehmen sie dir. Ja, genau. Und dann gehen wir alle zusammen gleich zur Waffenfabrik im nächsten Und du, Mutti? Dann kann ich nämlich die Eisenplatte holen. Kann ich nämlich die Eisenplatte holen. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich vielleicht Promethium finde, weil das brauchen wir dringend. Ach, und du denkst jetzt, mit 30 Schuss kommt man jetzt hier richtig weit. Ich baue da noch ein bisschen mehr. Ich habe auch nicht mehr. Meine Fresse. Ich habe 187 Schuss. Nein, was bist du jetzt hier so frech, du Zicke, ey? Zicke? Ist ja Wahnsinn. Meine Fresse. Ich zick da überhaupt nicht. So kann man so eine Zicke. Das wird ja noch mehr. Die vermehren sich, wenn du schießt. Du hast nämlich, wenn die Kugel prallt ab, und du kannst sie direkt wieder verwenden. Genau. Du hast, wenn die Kugel prallt ab.
Sag das nochmal. Du bitte. Hast die Windekugel brillt ab. Ja, das war doch richtig. Ach, guck mal, es ist 8 Minuten Tag. Ja. Wahnsinn. Aber nur 8 Sekunden für dich. Für dich wird die Uhr vorgespult. So, ich bin auf dem Weg. Ich bin jetzt bald, wenn ich über die Bergspitze gezappelt bin, bin ich irgendwann bei euch. Kann sich nur ein paar Stunden handeln. Oh lala, oh lala. Und unterwegs habe ich gedacht, ich finde noch mal ein paar Ressourcenfelder, aber. Nö. Ja. Negativ. Wäre echt schön, wenn wir. Ja, Prometheus, ne? Könnten. Prometheus. Ja, wo bist genau. du? Gesundheit? Onkel? Freust du dich über 30 Schuss? 30 Schuss Munition. Ich fühle mich gerade so richtig sicher. Ja, was soll ich denn machen? Ich habe auch nur 40. Das ist, ja. Da gibt es gleich mehr als jetzt gesagt. Ich habe auch nur 400. Hallo, ich musste ja schließlich die. Ja, klar, ich musste du ja mehr. Schließlich, wenn ich das schon genau. höre. Der Onkel braucht nichts. Der die Drohne kaputt schießen. Genau, der Onkel darf, der darf nur zugucken. Genau. Nee, es gibt doch Zugabe, du wolltest, dass der Onkel die Munition hält. Für dich. Genau. Und wenn du dann aufgeschossen hast, kann er dir die 30 Schuss noch geben. Der hat ja gar keine Munition, er hat ja gar keine Waffe mehr. Hat er nicht? Nee, hat da er hab nicht. Ich natürlich habe ich eine Waffe. Was? Ich habe zwei Waffen gebaut. Ja, dann sag doch, dass du eine Waffe hast, dann können wir doch darüber und das Dings gehen. Alter, was ist denn los mit euch? Ihr müsst mal dringend an eure Communication arbeiten. Also echt mal, das soll ich mal lieber Kollege. Was heißt hier nichts? Nein, das, du jetzt, hast nichts pass auf, gesagt, stell mal ein bisschen mehr Modi- ich habe extra gesagt, als die Drohne kam, ich baue dir jetzt auch nochmal eine, ich baue mal zwei Waffen. Nein, so, ich hab das alles auf Video. Hast du nicht alles, gesagt. Alles, was du sagst und gesagt nein, hast, nein, das hat er nicht gesagt. Wird gegen dich verwendet werden. Genau. So, und ich habe immer noch kein Prometheum gefunden. Bitte schweigen Sie oder rufen Sie einen Arzt an. Was bist du denn für ein hässliches Vieh? Geh weg. Na, die sind hübsch. Das ist die neue Natur hier. Ja, Naturextrem mit. Die stärksten überleben und die stärksten und die hässlichsten. Oh, ich habe Eisenlager. Gavax, altes Haus. Hast du wieder am Eisen geschnuppert, Genau. Hast du wieder den. Das ist fast. Nee, das ist sogar weiter weg als deins. Also den Metallzähler wieder in deinem. Warum haben wir keine Kisten mehr hier? Kisten. Die müssen wir bauen. Nein, die könnt ihr aber nicht bauen. Ja, ich weiß, die musst du erst erforschen. Oh, aber was ist denn ja, das? Ja, das ist halt so. Die müssen wir unter. Unter Mist. Damals. Unter also Mist. Unter guck mal, bei Level 2 kannst du Frachtbox lernen. Merkst du was? Box. Wolltest du nicht sogar Misk auch noch mitlernen? Ja, Misk. Ja, siehst du, dann lernst du doch und bau. Ich habe ja das Level nicht. Ich habe die Waffenfabrik habe ich entdeckt. Okay. Ich werde jetzt. Oh, lol. Guck mal, ab Rang 3 kann man direkt ein Kanonengeschütz bauen. Sauber. Das braucht sogar gar nicht so viel. Kanone. Geil. Meinst du, dass das wirklich so sauber ist? Ich kann mir mal vorstellen, das sieht sehr sauber aus. Nee, das sieht voll clean aus. Revan hat eine Ressource entdeckt, Eisen! So, und hier kann man erstmal eine Sauerstoffstation, das bringt es überhaupt nicht, aber Kühlschrank, den werde ich jetzt erstmal lernen. Freischalten. Was hast du denn, Revan? Es gibt neben der Eisen, also neben der Epsilon-Waffenfabrik, ist ein großes Fabrikgelände, gibt es zwei Eisenfelder direkt daneben. Nein! Tatsächlich. Oh, leck mir, da geht geil. Also wir müssen auf jeden Fall dahin, damit ich dann Eisen habe. Und dann müssen wir noch Prometheus finden. Prometheum. Ja, Prometheus. Prometheus. Den müssen wir auch noch finden. Dazu brauche ich erstmal euch. Dum-dum-dum. Okay, das sind auf jeden Fall Drohnen. Ich sehe baust du mal bitte Stück. Ein wenig Munition. Drohne! Habe ich doch schon gebaut. Sehr gut. Wie viel hast du? Für ey, was sagt der Part, liebe also Freunde? Also ich hab... Ach, meinst du? Der Part sagt... Oh, ich habe was gefunden. Y-Kraft? Der Part sagt Y-Kraftwerk. Geil, noch ein neues Gebäude. Was ach, ein Kraftwerk. Das ist, also bestimmt finden wir im Kraftwerk Prometheum. Das kann ich mir gut vorstellen. Was, wie viel soll ich Schuss machen? Los. 100 für jeden. 100 für jeden? Ja, und für das mich, sind nur... Und für mich 300, bitte. Genau. Ach, guck mal. Ich habe fast den Eindruck, weil, guck mal, die haben ja hier... Wie viel hast du denn, Rivane? Kraftwerk und Epsilon-Waffenfabrik. 180. Munition. Dass das verschiedene Feuer. Basen sind, jeweils Teile von was der Basis, meinst wird. Du? Meinst du Teile von der Basis? Oh. Teile von der Basis! Teile von der Basis, ah ah.
Kabaks kann so antworten, der Basis. Ne? Oh, Nahrungsmittelprozessor. Soll ich mir den hier irgendwo hinbauen, ja? Ja, da kannst du Currywurst herstellen. Currywurst, Pommes. Pommes. Gleich. Das war gut, ja. Du hast, kennst du das auch, Currywurst-Pommes, ne? Nein. Mega geil, oder? Ja, jetzt nein, kein Witz, in Bayern gibt's das nicht so. Also nur jetzt in Restaurants richtig, aber so Imbissbuden wie in NRW an jeder Ecke gibt's hier nicht. Ach, schau mal, wenn ich laufe jetzt gerade Richtung Westen. Nein. Und die Zeit, bis es wieder Nacht wird, geht gerade höher, weil ich halt quasi zur Sonne renne. Das ist ja geil. Also das heißt, wenn wir jetzt dunkel haben und wir rennen auf die andere Seite des Planeten, ist es wieder hell. Richtig. Boah, mega übel. Also ich habe jetzt gerade 8 Minuten 53, bis es dunkel wird. Ja, später ist es. Nein! Wenn wir fliegen. Wie viel habt ihr? Ich hab 4 Minuten, dann wird's dunkel. Ich hab 5 Minuten 27. Geil, ne? Ja, ich hol mir jetzt erstmal einen Corndog. Das ist so cool. Was sagen wollte, ich brauche unbedingt Heilung. Ihr müsst mir so eine Gasbuddel da hinstellen, wo ich mich dann dran setze und dann direkt. Ja, das müssen wir aber erstmal lernen. Ich weiß gar nicht. Was ist da los? Erste Hilfe kriege ich erst ab Level 7. Das ist dauert. Ja, ich bin schon Level 6, also soll ich das dann gleich bauen? Okay. Yes. Warum du? Du machst doch Waffen und so. Ja, ich hab. Oh, apropos Waffen. dann gehe ich doch mal direkt auf den Technikbaum. Technikbaum! Herr Wano, du machst jetzt was? Waffen habe ich jetzt gerade erfunden. Nein, nein! Wieso? Du sollst das Tool basteln! Was ey, für ein Tool? Junge, sprech bitte mit uns ab! Was für ein Tool? Du sollst bei Tools zerleg. Das Zerlege und Reparaturwerkzeug basteln. Das musst du lernen. Hab ich doch schon. Und nicht irgendwelche Waffen. Hast du schon. Auch die Laserpistole habe ich auch schon. Lackierpistole. Was? Könnten wir vielleicht mal. Ey, das ist doch schon wieder eine Absprache, die ist doch schon wieder zum Kotzen. Was denn? Das ist doch alles. Ich hab doch alles. Alles habe ich aus dem Toolbaum, da gibt's doch mehr nicht. Ich habe alles erfunden. Kann ich auch den Lackierer erfunden. Bauen. Da kannst du eine Rakete Wände bauen, eine Atombombe. Ja, die habe ich schon losgeschickt. Achso. Und nachher geht wieder alles schief mit deiner großen Fresse. Hm? Nein, alles gut. Atomobil. Nein, wieso? Bitte nicht. Aber egal, bei Fallout gibt es da ganz viele von. So. Ganz viele Atombomben. Und es hat's auch nicht geschadet, ne? Ne, eben. Die Männer sind immer noch alle gibt's ganz nett. Da gibt's da ganz viele nette, verstrahlte Leute. Ja, die sehen doch alle glücklich aus. Die strahlen doch alle. Den Sauerstoffgenerator brauchen wir ja jetzt nicht unbedingt, ne? Das ist ja Quatsch. So, ich komme jetzt angehopst. Deswegen lerne ich den auch nicht. Aber warum? Du brauchst doch unter Base gar nichts lernen gerade. Das ist jetzt wieder so ein. Ich spiele auch bei Mix. Heute. Misk. Ja, das heißt doch Mix auf Deutsch, mein Gott. Mixen heißt das. Nein, das heißt nicht Mix. Mixer. Sonstige. Das heißt Verschiedenes. Genau. Sonstiges? Ja, Onkel, ich würde sagen, du kannst mal an der Stelle die Folge beenden. Denn es ansonsten, du wartest noch 10 Sekunden, ich bin, oder machen wir es am nächsten Part, weil ich direkt vor eurer Basis jetzt komme, da kann ich euch alle Ressourcen... Vor unserer Basis, das ist auch schön. Ja, ich bin jetzt gleich da. Und ich habe, richtig geil, meine Freunde, Magnesium. Ich habe ja drei Drohnen abgeballert und geplündert, ich habe jede Menge Ressourcen geklaut, könnt ihr vielleicht verwenden. So, könnt ihr mal, was jetzt? Jetzt zur Basis kommen. Und dann gehen wir gleich zu... Ich hab grad einen Bug. Bei mir ist gerade. Weißt du, wie weit ich weg bin? Bist du des Wahnsinns? Ist mir egal. Oh nein! Ich bin im Nix! Scheiße! Ich bin unter der Erde! Unter der Map! Nein! Was passiert hier mit mir? Los. Wieso? Ich bin weg! Ich hau grad ab! Ich bin gerade 500 Meter von der Basis weg! Ich gehe weiter runter! Komm ich jetzt in China raus? Ja. Ich hab doch so ein kleines Problem. Das nennt sich gerade. Ich bin under the Map. Ich würde sagen, dann beenden wir jetzt den Part. Und ich kommt hoffe, der Rivane nicht mehr zur Basis. Ja, ich kann mich ja vielleicht nochmal rausgehen, wieder reinkochen. Vielleicht komme ich ja wieder mit. Nee, das zurück. Haben wir schon mal probiert. Das wäre echt scheiße. Ich bin jetzt gerade hier. Da sind die ganzen Ressourcen weg, mein Freund. Ach man, und meine Munition. Ich hau immer weiter ab. Ich bin schon, wird schon nicht mehr angegeben, ja, wie viel Kilometer ich weg bin. Lass die Rivane einfach schnattern. Ja. Mach los. Ja, meine lieben Freunde, würde ich sagen. Rivano ist weg. Out of control. Genau, der wird bestimmt gleich dastehen, dass er tot ist. Und ja, dann würde ich behaupten, sehen wir uns morgen wieder. Alle Kanäle unten in der Videobeschreibung verlinkt für den anderen. Und ja, dann würde ich sagen, meinst bis du beim nächsten Part. Beim nächsten morgen, Part. Kollege. Ja, ich sage immer wieder morgen. Ah, fuck.
Sorry, ja, also beim nächsten Part. Und bis dahin, ciao. Ciao. Tschüss.